Jetzt geht's weiter mit dem dritten Teil des Diamant-Let's Play. Im zweiten Teil wurde ich unterbrochen, deswegen habe ich da jetzt nicht mehr weitergemacht. Und deswegen mache ich jetzt einen dritten Teil und bin jetzt hier am Haus bauen. So, und brennt ein Zombie. Ich bin gerade am Zombie-Jagd gegangen, aber hier wollte jetzt mal das 12x12 große Haus bauen. Und jetzt noch das Wasser. Ganz schön viele Erde hier einfach zu graben. Boah, viel Erde hier weg zu graben, wer. Das ist hier noch moosiger Kobbel, der noch weg muss. So mooser Kobbelstone. Was ist sonst dahinter? Ganzen Zombies brennen da alle. Nervt so langsam mit den Zombie-Geräuschen. Wir haben mehr. Da ist mehr hier. Wow, wo bleibe ich jetzt hängen, ne? Ich muss jetzt mit einem kleinen Eingang reinschlagen mit der Axt. Zack. Jetzt hier einen Block höher, das soll ja. Die Herde Zombie-Geräusche. Da unten sind die Zombies. Es ist natürlich gerade dunkel. Das Bett umplatzieren. Und nicht zu nah an die Zombies, weil da kann ich nicht schlafen. Wir brennen jetzt immer wieder. Ganz normale Erde. Es gibt ja noch andere Erde hier. Grobe Erde. Das sind grobe Erde. Na, was ist jetzt denn Erde? Wie soll keine Erde, wie soll Holz rein? Das ist für Holz, aber es war Erde. Und hier sind mehr Fichtenholz rein. Ich kann hier ein 3-Block hohes Haus, 4-Block hohes Haus jetzt mal erstellen. Scharf zur Seite. Er hat sich verletzt. Das kann man einfach hier Holz zu platzieren. Hier ist jetzt 3 Blöcke hoch. Hier kommen jetzt 4 Blöcke hoch. Ein 4 Blöcke hohes Haus baue ich hier hin. Weil ich so viel Fichtenholz habe, mache ich das jetzt hier. Nehme ich nochmal hier 64er Stacks hier. Jetzt natürlich in einem zweiten, in einem dritten Stock hier hochbauen. Ich will aber auch mal Glas reinpacken.
Das Glas ist dazu da, um nicht zu verletzen, sondern um hier erstmal ein bisschen Helligkeit reinzubekommen. Nochmal 64. Wieder verbaut hier. Schon wieder zwei verbaut. Schon wieder verbaut. Verbaue ich hier die ganze Zeit hier. Als verbaute Blöcke. Ich muss mal direkt wieder abschlagen. Immerhin ist das jetzt gerade nicht so wirklich. Wieder ein 64 Stack aufgebaut, jetzt habe ich kein Holz mehr. Muss also neu. Gebratenes Hammelfleisch. Was ist denn Hammelfleisch? Ein paar Bäume hier abholzen. Und am besten nicht diese Doppelbäume hier. Jetzt habe ich erstmal hier zwei Bäume abgeschlagen. Und aus dem Holz wieder Fichtenholzbretter machen. Ich meine, dass wir den ersten Stock zubauen können. Sogar kleine Zombies. Die ganze Zeit hier so. Warum sind hier so viele Zombies? Nein, der Zombies. Oh, so viele Zombies. Oh Gott, was ist das denn hier? Was ist denn hier? Oh, sind aber ungewöhnlich viele Zombies. Hier kommt eine Zombie-Invasion hier. Ich frag mich auch, wo die herkommen. Wo kommen die ganzen Zombies her? Und so viele Zombies drin, das wäre ungewöhnlich. Na klar, Dungeon. Deswegen war die Anzahl Zombies immer so hoch. Dieses Bumosa Koppel, was ist denn hier drin? Einmal Faden, noch mehr Faden, noch mehr Faden und Namensschilder. Na, Diamanten. Mit einer Steinfee geht's nicht. Bei der Eisen geht's. Jetzt kann man Dias abbauen. Ach, deswegen waren da immer so viele Zombies. Ich hab mich immer gewundert. Wo kommen diese vielen Zombies alle her? Das war ein Dungeon. Ich werde mal hier zubauen. Mähneschab. Ein Mähneschab. Ach, das Diamant. Das Diamant an der Oberfläche. Lava. Das ist ein Lavasee. Ein Lavasee, natürlich. Lava, wenn man Diamant hat und Diamant an der Oberfläche, und dann ist natürlich direkt ein Lavasee, wie an der Oberfläche. Wie es in der großen Tiefe auch ist, und da ist auch ein Baum, ein Doppelbaum drauf. Vielleicht kann ich den dadurch die Lava anstecken. Vielleicht kann die Lava hier das Holz anzünden. Probier es mal aus hier, ob der Baum wirklich abbrennen würde,
wie ich jetzt mit Holz machen würde. Muss ich anscheinend hier ein bisschen noch runterbauen mit dem Holz. Und jetzt soll das dann hier die Lava entzünden. Die Lava soll hier dieses Holz hier entzünden und mit jeder Baum abbrennt. Erstmal die Setzlinge aufsammeln, damit ich weitere Bäume züchten kann. Guck mal, ob das was bringt hier mit dem Holz. Um den Lavasee hier zuzubauen. Weißt du, dass man das gar nicht sehen könnte eigentlich. So sieht man das gar nicht mit dem Holz. Da wo das der Lavasee war. Mit hier weiter zubauen. 10 Minuten schon wieder, so ungefähr so lang wie der zweite Teil. Weil ich will den jetzt mal auf 20 Minuten bringen. Ach, ein Block zu wenig. Dann muss ich erstmal Fackeln rein. Damit ich nichts spawnen kann. Wäre natürlich gerade ein Block zu viel und fängt. Oh, jetzt brennt's da hinten. Jetzt brennt der Baum. Durch die Lava, der indirekt dann sozusagen Lava zum Holz hingesetzt. Hoffentlich brennt mein Haus bald nicht ab. Dass da hinten alles brennt. Jetzt war den Wald hier roden sozusagen dadurch. Weil ich rode ich den Wald. Einfach durch einen versteckten Lavasee. Das ist ein Lavasee. Der Lava hat nämlich das Holz entzündet und jetzt brennt der Wald da hinten ab. Oh, der ganze Baum ist am Brennen. Da hat es auch schon einen Nachbarbaum betroffen. Also ein Nachbarbaum wurde ja auch angesteckt. Und da wurde auch ein Nachbarbaum angesteckt und da noch einer. Hier brennt wahrscheinlich jetzt alles ab. Aber ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Einen brennenden Block abbauen. Ah, die Lava, die kann man das Holz nicht dauerhaft zubauen. Und dann könnte ich immer überschüssiges Holz hin platzieren. Und ich will auch hier ein bisschen Freifläche haben, deswegen habe ich das jetzt auch angezündet. Wo ich kein Feuerzeug habe. Jetzt muss ich jetzt mal noch die mit der Axt Truhe. Da ist noch nichts drin. Die Jukebox, die brauche ich sowieso nicht. Dauert relativ lange, die abzubauen. Die Jukebox, die könnte ich eigentlich auch wieder wegschmeißen. Plattenspieler. Den brauche ich sowieso nicht. Aber was ich brauche ist Sand. Da vorne ist ein Sand. Es wird erstmal wieder Nacht. Es wird schon wieder Nacht draußen. Muss ich erstmal wieder. Oh, da hinten brennt der Wald ab. Na, ich kann nur nachts schlafen müssen. Links bisschen blöder. Ja, sehr schwankend rein. Alles zack nebeneinander platzieren. Du kannst nur nachts schlafen. Ich habe kein Holz mehr, deswegen muss ich erstmal wieder was machen. Mit Hilfe der Setzlinge, die ich hier habe, 19 Stück nehmen. Fichtensetzling. Versuch mal hier das so zu pflanzen, dass. Weil der wird nicht wachsen. Hier auf dem Lavasee auch welche dran. So, ich die Setzlinge auch ein bisschen verschwinden. Wir dürfen eigentlich nicht das Haus anstecken. So ein richtiger dichter Fichtenwald entstehen. Brennende Blöcke. Brennt noch was. Wenn es geht. Und wenn der Fichtbaum wächst, dann werden der automatisch das automatisch wieder abbrennen. Hoffentlich würde dann mein Haus nicht abbrennen, weil das Holz besteht. Aber die Axt habe ich noch, dass wir diesen Fichtenbaum abernten. Erstmal genug Holz. Holz reicht erstmal.
Dann muss ich diese eine Lücke noch zu machen. Eine Tür muss ich auch noch machen. Ich kann natürlich nur Fichtenholztüren herstellen. Die sehen so aus. Fichtenholztüren, aber mehr brauche ich gar nicht. Und den einen Fichtenholz nehme ich gerne mit. Und das hier brauche ich nicht. Das hier brauche ich nicht. Diamanten brauche ich nicht. Bruchstein brauche ich. Die Erde brauche ich auch gerade nicht. Die Kohle nehme ich gerne mit. Holzkohle und normale Kohle habe ich auch 2 Stück. Und jetzt brennt da hinten ein wenig. Ist aber auch viel Holz. Die Sonne geht langsam auf. Wo könnte ich am besten eine Art Farm bauen? Dass dieser Baum, der jetzt zerfallen ist, lag noch Holzblöcke. Und ich will jetzt erstmal hier eine 9x9 freigraben. Ich habe erst gewundert, warum das war. Da waren jetzt ganz viele Zombies. Da kein Holz. Ich will da kein Holz. Da soll Erde hin. Ich muss jetzt mal hier dieses Gebiet freigraben, da ist schon wieder ein Doppelbaum. Die dauern immer so lange, die abzuholzen, diese Doppelbäume. Und ich habe schon wieder... Ich will schon wieder was essen. Aber das ist jetzt meine Taktik, um die Doppelbäume zu bezwingen. So kann man die nämlich nach oben bezwingen. War relativ aufwendig, aber geht. Da braucht man sich nicht hochbauen. Ah, da brennt nicht mehr viel. Den Sand will ich ja auch noch abfahren, damit ich auch Glas machen kann. Aber Papier kann ich erstmal so abholzen. Hier ist nämlich der Baum, das Baumende. So kann man sich immer schön runtergraben. Und jetzt bin ich unten wieder angekommen. Fängt sich da oben an zu zerfallen. Aber diese 2x2 Fichtenbäume, das sind da hinten für Bäume. Die sehen anders aus, die Fichten hinten. Hier ist moosiger Cobblestone. Was ist das denn hier für? Podzol ist das. Jetzt muss ich erstmal die Fläche, ein Wassereimer, das hat sich hier mal nur ein frei gemacht, also hier 1, 2, 3, nochmal, dann frei 1, 2, 3, 4, 5, das heißt, hier kommt der Eimer Wasser hin. Ich muss erstmal natürlich das hier komplett zubauen, die Erde hier. Noch ein Baum im Weg. Das ist zum Glück nur ein kleiner Baum. Und nur 5 Blöcken. Fichten können manchmal relativ ärgerlich sein. Wenn die immer so riesig groß werden. Ganz schön viel Erde hier. Ich mache erstmal die Vorbereitung, dann werde ich den Part auch beenden, weil ich auch schon bei 20 Minuten bin.
1, 2, 3, jetzt muss ich noch einen Block mehr. So, das ist erstmal diese Vorbereitung abgeschlossen. Ich noch abhacken hier. Bis hier mache ich das jetzt. Ach, Potzoll kann man gar nicht. Normale Erde rein. Die Hacke ist da. Den Potzoll, den kann ich dann nicht beackern. Den Potzoll erstmal hier weggraben. Jetzt habe ich natürlich das Wasser wieder weggemacht. Jetzt ist das Wasser wieder weg. Ich muss wieder Wasser holen. War dann nochmal der Wasserpunkt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 4 muss er hin. Das Wasser wieder zugebaut. Gut, das ist erstmal fertig. Damit werde ich jetzt mal den Patienten. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Gebt jetzt die Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt das Video, damit ich bekannter werde und mehr Abonnenten bekomme. Und abonnieren, dann seht ihr meine aktuellsten Videos. Bis dann und ciao.